Was ist dein Lebenstraum? Ich denke, wenn man Lebenstraum sagt, dann ist es immer so etwas wie so ein erratischer Block oder dass man erreichen will oder ich weiß es nicht, wenn ich mir das so überlege, vielleicht so ein Stern wie die Heiligen Drei Könige, auf den sie dann zugehen. Das ist für mich überhaupt nicht wichtig und hat es eigentlich auch nie gegeben, weil ich finde, Lebenstraum in der Einzahl wäre unglaublich einschränkend. Ich finde, man muss viele Lebensträume haben, denn wenn man einen erreicht hat, dann ist eigentlich aus, weil man kann ihn dann höchstens genießen oder verfeinern, aber ich bin eigentlich für die Pluralität, würde ich sagen. Ich finde, man muss einfach viele Lebensträume haben, weil das Leben sich ununterbrochen verändert. Man selber wird anders, die Welt rundherum wird anders, die Menschen, die man liebt, werden anders, entwickeln sich. Es entsteht immer etwas Neues und darum, glaube ich, muss man auch Lebensträume immer variieren. Das heißt nicht, dass man sie einer totalen Relativität überantworten soll, weil natürlich gibt es Dinge, die einem wichtig sind. Ob man das als Lebenstraum bezeichnen kann, weiß ich nicht genau. Aber es hat schon Adalbert Stifter irgendwie so schön gesagt, es gibt so eine Form, was will man eigentlich? Eine Selbstbeglückungsanstalt sozusagen oder eine allgemeine Beglückung. Und ich glaube, diese beiden Pole sind natürlich in die Lebensträume einbezogen. Das heißt, will man selber glücklich sein? Ich würde sagen, meine Vorstellung wäre, die Menschen, mit denen ich lebe, glücklich zu machen. Wenn mir das gelänge, dann würde ich wirklich sagen, das könnte ein Traum gewesen sein. Und das andere ist, dass man versucht, einen winzigen Teil dazu beizutragen, eine friedliche Welt zu schaffen. Das wäre ein Ziel, das wäre ein Traum. Das ist eine grenzenlose Utopie, aber ich glaube trotzdem, dass man den winzigen Bereich, in dem man selbst lebt, damit erfüllen kann. Und das ist wichtig, dafür schreibe ich auch, für eine friedlichere Welt, eine Welt ohne Gewalt. Da habe ich mich bemüht, unsere Kinder so zu erziehen und in unserer Familie so zu leben. Und letzten Endes muss man immer wissen, dass alle Träume ja Illusionen sind und dennoch muss man sie haben. Man muss schauen, dass man sie verwirklicht, die immer neuen, die veränderten Träume, die man hat. Aber letzten Endes geht es einem so wie dem großen, großen H.C. Artmann, der gesagt hat, im Traum suche ich immer das Weite und aufwachen tue ich im Bett. Frage, wie weit ist es vom Bett zum Traum? Tja.